In diesem Video geht es darum, wie du dich viel, 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 viel besser fühlst und viel, 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 viel besser aussiehst und das Ganze nochmal in der Wechselwirkung mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt eine Menge, auf das man achten muss, allgemein bei seiner Ernährung, aber vor allen Dingen auch, welche Supplements man in seine Ernährung mit einbaut. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere den Channel und aktiviere die Glocke unten links, damit du auch kein neues Video verpasst und immer up to date bist, wenn neue Themen kommen zum Thema Lifestyle, zum Thema Mode und damit du immer als Erster informiert bist und up to date bleibst. Das Thema heute liegt mir besonders am Herzen, denn ich habe mich in meinem Leben eigentlich meistens sehr, sehr gut ernährt. Ich habe mich nie irgendwie nur von Junkfood ernährt oder halt nur... Okay, ich habe schon ungesunde Dinge gemacht, ich war auch viel auf Partys und ich habe auch mehr geraucht, vor allen Dingen als ich jünger war. Aber für mich war das immer so eine Balance, also mein Essen musste halt immer on point sein. Also schon ein bisschen Gemüse und immer Fisch und so weiter und so weiter. Ja, einfach damit ich mich gut fühle. Ich habe mich halt immer, ich habe das assoziiert in meinem Kopf, wenn ich halt nur Junk fresse, dann fühle ich mich halt automatisch scheiße. So, deswegen, bei mir kommt es nicht vor, dass ich mich halt irgendwie überfresse mit Junk. Einfach, ja, weil mein Körper das halt assoziiert mit ess davon zu viel und du wirst halt dick oder du wirst halt dich schlecht fühlen danach. Trainiert habe ich vor allen Dingen, als ich jünger war, auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gut und hatte eigentlich immer einen schönen Körper. Ich hatte auch genetisch einfach das Glück, dass ich halt immer relativ durchtrainiert war und nicht so viel tun brauchte. Aber ich habe trotzdem viel getan, einfach weil ich den Sport mochte, halt ins Gym zu gehen. Aber dann kam eine Zeit, wo ich mich halt gehen lassen habe, sowohl was Sport angeht, als auch was Ernährung angeht, als auch noch was andere Dinge angeht. So dass ich halt relativ viel getrunken hatte. Ich habe geraucht, vielleicht nicht so zu der Zeit, aber relativ viel Alkohol getrunken. Ich habe viel, viel gegessen. Also ich bin halt wirklich fett. Ich war noch nie in meinem Leben fett, bis Mitte 20 oder so. Dann hatte ich halt eine kurze Phase, wo ich halt zugenommen habe. Und das war auch, wo ich in Spanien war. Also gar nicht in Deutschland, gar nicht in Berlin. Und als ich wiedergekommen bin, haben mich die Leute nur so angeguckt. Die so, yo, was ist denn mit dir passiert? Also du warst halt doch immer... Keine Ahnung, halt ja, sehr gepflegt und durchtrainiert und hattest eigentlich immer ein Sixpack oder keine Ahnung was, sehr muskulös. Und da hatte ich halt ein leichtes Doppelkinn und ja, halt auf jeden Fall auch ein bisschen Bauch. Und vom Optischen mal abgesehen, also damit hätte ich tatsächlich leben können. Nur wenn du halt zu viel frisst und dann noch ein bisschen dicker wirst oder halt allgemein, das trifft auf dich zu, egal ob du jetzt 50 Kilo zu viel wiegst oder nicht wirklich on point bist mit deiner Ernährung. Und mit Ernährung meine ich halt sowohl, was du isst, als auch deine Nahrungsergänzungsmittel, als auch dein Training. Wenn du nicht on point bist, dann fühlst du dich nicht so gut, wie du dich eigentlich fühlen konntest. Und vor allen Dingen bei mir war es so, weil es sich ja so langsam eingeschlichen hat, habe ich halt gar nicht richtig gemerkt, dass, ja, dass ich mich auf einmal träger fühle oder dass ich halt weniger Lust habe, vielleicht mehr apathisch bin oder mehr lethargisch bin. Weil, ja, umso mehr du etwas machst und umso mehr es sich einschleicht, desto mehr wird es halt zu dir selber. Das kann im Positiven sein, wenn du ins Gym gehst und auf einmal bist du halt derjenige, der nicht mehr ohne Gym leben kann. Das ist bei mir aktuell auch so. Ich könnte mir nicht vorstellen, keine Handeln mehr zu stemmen oder kein Cardio zu machen, weil ich mich einfach schlecht fühle. Und damals war das halt genauso. Also ich bin schlechter aus dem Bett gekommen, ich habe schlechter geschlafen, ich habe keinen Bock mehr Dinge anzugehen und so weiter und so weiter. Vor allen Dingen durch Corona hat sich das dann nochmal verschlimmert, wo ja, einfach jeder Tag halt gleich war. Du bist halt eingesperrt so in deinen eigenen vier Wänden, kannst Freunde nicht wirklich treffen, beziehungsweise legal darfst du es halt nicht. Rausgehen sowieso nicht, keiner ist auf den Straßen, alles ist eine Geisterstadt. Zu der Zeit sind ja viele Leute auch in der Depression gerutscht beispielsweise. Und soll jetzt aber nicht direkt um Depressionen gehen, aber halt, wenn du dich, also wenn du nicht jeden Morgen gut gelaunt aus dem Bett kommst letzten Endes, dann ist schon was falsch. Und die meisten Leute wissen nicht, dass dann was falsch ist. Und genau deswegen mache ich das Video und genau darum will ich dir erklären, was genau du am besten nimmst, damit du wirklich auch on top bist, was, ja, was alles angeht. Nicht nur deine langfristige Gesundheit, also deine Herzfunktion, deine Augenfunktion, deine Sehfunktion, dein Muskelaufbau, deine Testosteronwerte, wirklich alles, alles, alles in deinem Leben hängt komplett von diesen Dingen ab. Zu diesem Video habe ich auch einen Artikel geschrieben, beziehungsweise der Artikel war schon vorher da, der ist jetzt glaube ich einen Monat alt, wo ich nochmal haargenau auf alles eingehe, also auf die einzelnen Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme, plus wozu die gut sind. Also es wird da halt haargenau geschrieben. Ich könnte das jetzt ablesen, aber das ist nicht Sinn der Sache und wenn du halt wirklich nochmal tiefer eingehen willst, für was die einzelnen Dinge gut sind, kannst du dich gerne dort informieren.
weil mir geht es mehr halt um das Gesamte. Also ich will mich halt insgesamt gut fühlen. Ob ich jetzt weiß, Vitamin B ist gut fürs Herz oder für die Niere, ist mir in dem Sinne egal. Ich will wissen, welche Mischung ich nehmen soll und was es halt am Ende genau mit mir macht. Nicht eingehen werde ich auf genaue Ernährung und auch nicht auf den Sport oder wie du trainieren sollst. Das sind halt nochmal, ja, auf jeden Fall separate Themengebiete. Zu denen ich aber vielleicht auch nochmal ein kurzes Video mache in Zukunft, deswegen dranbleiben. Aber ich werde dir einmal alle Produkte zeigen, die ich habe, werde dir auch sagen, von welchen Marken ich mir das immer kaufe. Wie gesagt, ich werde dir alles nochmal unten verlinken, entweder einzeln oder ich verlinke dir den Artikel, wo du halt nochmal genau sehen kannst, was für was gut ist und wo du halt nochmal die Links zu den Produkten hast. Das sind genau die Produkte, die ich benutze. Einfach weil ich sehr viel geresearched habe und das sind halt die Dinge, die deinen eigentlichen Bedarf abdecken. Die meisten meiner Informationen habe ich aus dem Buch Ultramind Solution. Das gibt es nur auf Englisch, ist aber ein sehr, sehr geiles Buch. Ist auch unten verlinkt in dem Artikel. Da ist wirklich alles, was ich mit Ernährung befolge, beziehungsweise mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit stimmungsaufhellenden Mitteln sozusagen. Eine Tageslichtlampe gehört dazu. Ist alles unten verlinkt. Und das Buch ist meiner Meinung nach halt das geilste Buch, was über Ernährung geschrieben wurde. Ist von einem Allgemeinarzt, das befasst sich auch viel mit Depressionen, mit ADS, mit Borderline-Erkrankungen, halt all diesen, ja, neumodisch, sag ich mal, diagnostizierten Dingen, neueren Dingen, weshalb zustande kommen und vieles ist aufgrund deiner Ernährung. Also wenn du halt vielleicht Konzentrationsprobleme hast, wenn du, wie gesagt, schlecht aus dem Bett kommst, wenn du vielleicht mangelnden Sexdrive hast, wenn du einfach sehr lethargisch bist, wenn du immer Zucker brauchst, wenn du öfter Stimmungsschwankungen hast. Diese ganzen Dinge können quasi behoben werden mit den richtigen Mitteln. So, und um dich noch weiter auszuschweifen, zeige ich dir jetzt genau die Produkte und werde erstmal auf die Marken eingehen, die ich benutze. Ich werde die Dinge jetzt nicht hochheben, weil die hier auf meinem Stuhl neben mir sind. Ich wollte die eigentlich ins Video aufbauen, habe ich aber gerade abfotografiert, deswegen wirst du hier wahrscheinlich irgendwo ein Bild von den Vitaminen sehen, die ich benutze. Die Marken, die ich benutze, sind Now Foods, ist eine sehr, sehr gute Marke, Natural Elements, Naturela und Feel Natural. Wichtig ist halt, es gibt verschiedene Dosierungen, also verschiedene Einheiten. Das Ganze wird immer in Einheiten gemessen. Und es war beispielsweise bei mir vor kurzem so, dass ich halt Vitamin D genommen habe, aber irgendwie hatte ich das nicht verstanden, dass es halt wirklich verschiedene Einheiten gibt, was, denke ich, viele nicht wissen. Deswegen habe ich halt 1000 Einheiten pro Tag genommen. Das ist aber halt viel, viel, viel zu wenig. Also man braucht halt 5000 Einheiten am Tag, beziehungsweise im Buch Ultramind Solution wird halt noch beschrieben, dass du halt bis zu 10.000 oder noch mehr nehmen kannst. Das dann aber halt nur mit Absprache mit einem Doktor, also mit einem Arzt. Ich bin übrigens auch kein Arzt und ich bin auch kein Ernährungsberater. Das sind einfach nur Dinge, die für mich funktionieren, die ich an dich weitergeben will, einfach weil ja, ich halt einen unglaublichen Nutzen daraus gefunden habe. Und ja, auch dir das wünsche und jedem auf der Welt das wünsche. Aber es ist halt extrem wichtig. Also bis vor kurzem, als ich halt noch 1000 Einheiten Vitamin D genommen habe, hatte ich halt mega Stimmungstiefs, sogar sehr häufig. Und als ich mit einem Kumpel darüber geredet habe, habe ich halt gemerkt, dass ich 5000 Einheiten eigentlich nehmen sollte. Dann habe ich mir das bestellt, das ist nach ein paar Tagen angekommen und sofort, als ich das genommen habe, ist sogar noch ein besseres Vitamin, also noch D3K2. K2 ist dafür da, dass das halt Vitamin D besser aufgenommen wird in deinen Körper. Und alleine dadurch, der Unterschied, den ich halt fühle, ist halt massiv, massiv, massiv. Und es ist halt einfach geisteskrank, was eine kleine Tablette, so, die halt noch gut für dich ist, das ist ja keine Droge oder so, du schmeißt dir kein Ecstasy, wo du dich halt gut fühlst für 3 Stunden oder sogar sehr, sehr gut fühlst für 3 Stunden, aber dann ja, die nächsten 3 Tage platt bist, sondern es ist halt einfach was du täglich nimmst, regelmäßig, und du besserst dich in jedem Bereich und das ist einfach konstant so. Und genau, ich habe es jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal gesagt, aber Artikel findest du unten, dort siehst du alles nochmal genau beschrieben. Worauf ich jetzt nur eingehen will, sind die Top 3 oder 4 Dinge, die ich nehme. Aber wie gesagt, ich nehme, du wirst das Bild sehen, ich glaube, das sind jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe da hinten noch 2 Sachen, die jetzt nicht mit in dem Artikel beschrieben sind. Vitamin B12 habe ich auch noch nicht in dem Artikel, kommt aber noch rein. Aber ich nehme halt irgendwie 10 Supplements am Tag. Und das ist auch relativ kostenintensiv. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich dafür ausgebe im Monat oder halt alle 3 Monate. Aber es sind schon mehrere 100 Euro auf jeden Fall. Deswegen will ich das Video so ein bisschen gestalten. Wenn ich jetzt nur 3 verschiedene Vitamine nehmen könnte, welche würde ich dann nehmen? Oder wenn ich nur 4 nehmen würde, so damit sich das auch jeder leisten kann. Also wenn man 80 Euro oder so für 3 Monate ausgibt, sollte, denke ich, bei jedem machbar sein. Und deswegen stelle ich dir meine Top, ich weiß es noch nicht, 2, 3, 4 Vitamine vor, die ich dir wärmstens empfehlen kann. Fangen wir an mit Nummer 1, Nummer 1, Omega 3.
Es enthält, ich glaube, das heißt EPA und DHA. Und das sind halt bestimmte Sachen, die in deinem Körper nicht selber gebildet werden. Das bedeutet, du musst die von außen zu dir nehmen. Das macht man in der Regel, wenn man halt Fisch isst. Und man muss halt den richtigen Fisch essen. Ich weiß es nicht, ich glaube, es sind vor allem Makrelen. Sardinen sind es, glaube ich, auch. Aber es muss halt ein bestimmter Fisch sein und du musst den auch in gewissen Mengen halt zu dir nehmen, damit dein wirklicher Bedarf abgedeckt ist. Das ist aber halt bei den meisten Menschen nicht der Fall. Beziehungsweise, ich glaube, du müsstest halt auch schon richtig massiv Fisch essen und diesen Fisch, damit auch wirklich dein täglicher Bedarf gedeckt ist. Und Omega-3 ist halt sehr, sehr wichtig für Herzfunktion, Sehfunktion, aber auch für deine Gehirnfunktion. Und vor allen Dingen bei letzterem, muss ich sagen, merke ich halt den Unterschied extrem krass, weil ich mich mit Omega-3 viel besser konzentrieren kann. Ich nehme Wissen schneller auf, kurzzeittechnisch, aber ich kann es auch mehr in meinem Langzeitgedächtnis behalten. Ich bin halt ein bisschen mehr on point, wenn ich irgendwie über Sachen nachdenke oder wenn ich halt ja, irgendwas herausfinden muss. Alles funktioniert viel, viel einfacher und da merke ich auch, dass es von Omega-3 ist, weil ich muss sagen, bei vielen Dingen, ich weiß jetzt nicht genau, fühle ich mich deswegen besser oder deswegen, weil ich halt die Vitamine in der Mischung nehme, aber bei Omega-3 merke ich es halt sehr stark, wenn ich es nicht nehme, wie sich das halt auswirkt auf meine Konzentration, auf meine ja, Gehirnleistung im Allgemeinen. Deswegen Omega-3, also alleine Herz- und Sehkraft schon mordswichtig, aber auch für euer Gehirn, denn ja, das Gehirn ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Dinge, die man haben kann und man sollte es gut trainieren mit Büchern, aber auch mit der richtigen Ernährung. Und deswegen 2 Kapseln am Tag, Dosierungen sowieso stehen halt immer drauf auf den Supplements, die ich euch zeige. Ich nehme halt immer das, was angegeben ist, 2x1 Kapsel am Tag und auf jeden Fall Nummer 1 Omega-3 kann ich jedem nur mega, mega, mega empfehlen. D3K2, Vitamin D3K2, auf jeden Fall das nächste auf der Liste, was ich dir wärmstens ans Herz legen kann. Denn ja, Vitamin D3-Mangel ist, soweit ich weiß, auch bei fast jedem von uns vorhanden. Und es sind halt 5000 Einheiten, die man nehmen sollte. Das sind halt 5000 Einheiten, steht auch hier drauf. IE heißt Einheiten. Und K2 ist halt nochmal da, damit es besser in deinen Körper aufgenommen wird. Ja, ich habe noch eine Tageslichtlampe separat, die auch nochmal Vitamin D gibt. Das ist halt, ja, vor allen Dingen halt sowieso seit Corona ist es bei vielen Leuten der Fall. Ihr sitzt vielleicht viel im Homeoffice oder ihr geht halt weniger raus. Der Lifestyle hat sich halt sehr umgestellt bei den meisten Menschen. Und sowieso viele Leute neigen zu Winterdepressionen, aber egal ob du das tust oder nicht. Und auch im Sommer kannst du halt diese Vitamine nehmen. Und ja, es gibt nichts für mich, weil bei Vitamin D30 weiß ich es auch ganz genau. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich 1000 Einheiten genommen hatte und dann Stimmungstiefs hatte und 5000 Einheiten genommen habe und ja, die Stimmungstiefs sind weg so und ich habe auch keine Stimmungstiefs, sondern ich fühle mich einfach konstant gut und das so ziemlich jeden Tag. Deswegen Omega-3 und Vitamin D3, das ist jetzt nicht irgendwie nach Wichtigkeit, sondern beide Vitamine kann ich euch halt nur ja, mega, mega, mega empfehlen. Und auf Nummer 3, beziehungsweise auf dem letzten Punkt, bin ich mir halt schon gar nicht mehr sicher, was überhaupt ich nehmen soll. Weil Punkt 1 und 2 sind auf jeden Fall Omega-3 und Vitamin D bei mir, 100%. Platz 3 könnte ich sowohl Multivitamine sagen, weil das Multivitamin halt alles abdeckt. Also ihr habt ein bisschen Zink drin, ihr habt ein bisschen Vitamin B drin, also ihr habt wirklich alles drin, aber halt nicht in den ausreichenden Mengen. Deswegen Multivitamin ist theoretisch zu empfehlen. Probiotika kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, weil Probiotika sind sehr wichtig für eure Verdauung, für eure Darmflora. Und es ist halt so, dass euer Körper bestimmte Nährstoffe oder nicht alle Nährstoffe aus der Nahrung aufnimmt, wenn ihr keine gesunde Darmflora habt. Und dafür sind Probiotika halt sehr gut, damit ihr wirklich aus der Nahrung, die ihr konsumiert, auch das Maximum an Nährstoffen rausholt und in euren Körper pumpt. Zink ist aber auch immer noch auf Nummer 3. Also mit Multivitamin, Probiotika würde ich auch Zink drauf tun. Vor allen Dingen als Mann, denn Zink ist halt das Testosteronhormon, also euer Testosteronwert erhöht sich massiv, wenn ihr Zink nimmt. Ihr werdet wahrscheinlich eine erhöhte Spermienproduktion haben auch und deswegen ist es halt auch sehr, sehr wichtig. Also euer Sexdrive kann sich erhöhen, erhöhte Spermienproduktion, ihr habt mehr Testosteron allgemein im Körper, ihr werdet wahrscheinlich auch mehr drücken können im Gym. Ja, und deswegen einfach, weil es halt ein sehr männliches, ja, eine sehr männliche Wirkung auf dich hat, würde ich auch sagen, Platz 3, aber ich kann jetzt es nicht nach Wichtigkeit einordnen. Zink gehört aber auf jeden Fall auch zu den wichtigeren Dingen für mich. So, und das war's auch schon. Also wie gesagt, 2 Dinge, die ich dir 100% empfehle, Omega-3 und Vitamin D3K2.
Dann optional, je nachdem wie du das Geld hast, dann würde ich halt noch diese anderen Sachen nehmen, also Zink, Multivitamin und Probiotika, auch weil es halt sehr, sehr gute Auswirkungen hat. Und in dem Artikel findest du halt noch viel, viel mehr weitere Dinge, die ich nehme. Das ist Vitamin B12, Chlorella, das reinigt halt so ein bisschen deinen Magen von Schadstoffen. Und was nehme ich noch? Multivitamine hatte ich gesagt, Magnesium ist auch sehr, sehr wichtig. Aber das ist halt so die Reihenfolge. Also erstmal die ersten beiden, die ich genannt habe. Dann Nummer 3, Multivitamin, Probiotika und Zink. Und wenn du dann noch mehr das Geld hast, dann würde ich mir auf jeden Fall die gesamte Palette holen. Wenn du es ausprobiert hast, dann lass mich halt gerne wissen, wie du es findest. Interessiert mich wirklich, wirklich stark, weil ja, bei mir hat es halt so viel geändert. Und wenn es halt bei dir nochmal so viel ändert, dann würde mich sehr freuen, das zu hören, 100%. Ansonsten, der Artikel ist unten verlinkt auch. Dort gehe ich halt nochmal einzeln auf die Sachen ein, beschreibe dir halt alle positiven Wirkungen, den die Dinge haben. Der Artikel ist schon länger her, dass ich den geschrieben habe. Kann sein, dass er ein bisschen langatmig ist. Kannst den oberen Teil überspringen. Dann bist du halt direkt bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Genau, aber das wär's für heute. Hat Spaß gemacht, das Video aufzunehmen. Ist wirklich ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert und wo ich ein bisschen leidenschaftlich hinterstehe. Deswegen, ich hoffe, dir hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.